Hallo. Ich möchte dich erstmal gern Radio aktivieren. Kann man das nicht auf erstmal schließen? Oder machst du halt erstmal Minus? Das ist nicht das Problem. Jetzt gucken wir erstmal ins Baumenü. Haben wir ein Dach? Dass wir das ein bisschen umdesignen. Ja, das kommt. Das kommt denen schon gefährlich nah. Okay. Wir haben jetzt Sonnenschein und wir machen jetzt Pause. Das sind alles diese kleinen Elemente. Haltung. Und vertikal 4 Meter. Okay. Gerade. Hier, sowas haben wir hier nicht. Wir müssen jetzt über das hier Funks gucken, dass wir was da hinkriegen. Wir werden es ausprobieren. Wir werden jetzt gucken, ob wir das irgendwie da reingesetzt kriegen. Links auch drin. Okay. Zack. Nach hinten. Nee. Nö. Machen das jetzt mal so, wir nehmen dich weg. Und wir haben ja so eine schrägen Elemente. Mann. Du bist jetzt 4 Meter, du bist 2 Meter. Du bist Quartz. Brauchen eh 4 Meter. Ja, wir müssen noch ein bisschen mehr da drehen. Jetzt genau auf Stoß. Bist du ein Element? Ansonsten müssen wir dich auch gleich noch umbauen. Das ist auf Stoß. Das weg, das weg. So, kann man euch jetzt... Bündig hier einfügen. Sollte ja nahtlos funktionieren. Hab euch ja nur kopiert. Ein Stück runter noch. Guck ja hier nach dieser Naht hier, ne? Ein ganz kleines Stück hoch. Hier ist viel Anpassungsarbeit gefragt. So eine Module. Zack. Ah.
Ja. Das ist okay. Das ist okay, aber so eine Schrägenmodule, was haben wir hier nicht? Oh, doch. Wenn denn als Wandelement, ja. Das Lamellen. Vertikal schräg 2 Meter. 10 Meter. Was haben sie hier bis aufgestellt, wa? Okay. Mit dem Glaselement. Das sieht natürlich jetzt nicht geil aus, ne? Da kümmern wir uns später drum. Weg. So eine Dinge habe ich auch schon gesehen. Was habe ich gesehen? Glaube ich zumindest. Kann es da schon irgendwas hinbauen? Ich will das jetzt einfach auf Indonesisch machen. Indonesisch, ozeanisch. Die Wand müssen wir komplett selber bauen. Müssen hier, glaube ich, alles selber bauen. Wir werden dich jetzt als Referenz einfach mal in die Lücke schieben. Ein Referenzmuster haben. Gut. Ein kleines Stück rüber. Das nehmen wir mal in die Tonne. Wir brauchen 2 Meter. Ich hoffe, wir können das drehen. Es war klar, dass wir es nicht drehen können. Natürlich ist nicht geil. Ja, so kann ich es bewegen. Ich kann es nicht drehen. Ich kann es nur so drehen. Ah, natürlich jetzt eine Kacke. Kann ich das eventuell, wenn ich das jetzt nicht da einbaue? Beispiel woanders. Natürlich jetzt uncool. Natürlich jetzt mega uncool. Gibt sich nicht in klein. Würde ich ja in klein so ein bisschen feiern. Wie lösen wir das Problem jetzt? Wir müssen das Problem ja irgendwie lösen. Natürlich jetzt Käse.
Wie lösen wir dieses Problemchen? Gehen wir dasselbe Problem nochmal. Kann ich nur drehen, wie ich will? Ja, ich kann nicht um alle Achsen drehen. Das muss doch zu lösen sein, das Problem. Wann? Das ist jetzt eine Verkleidung. Wände, Dächer, Dekor. Wände. Verkleidung kann man drehen. Das ist richtig. 10 Meter. Das Problem ja irgendwie in den Griff kriegen. Müsste jetzt, das sind nicht rund. Ja, 4 Meter. Das funktioniert ja so nicht. Funktioniert ja auch nicht so. Cool. Können wir denn nicht eine Wand schräg stellen? Ist auch ungeil. Richtig so eine Verkleidung haben wir ja nicht, ne? Guck mal bei anderen Gebäuden. Ob wir da irgendwie eine Lösung kopieren können. Alles. Grübel gerade nach, wie kriegen wir das jetzt hin? Nee. Müsste das aufstellen können. Das echt aufstellen können. Das bewegen. Ändert ja an der Tatsache nichts. Es geht gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das ist mal anders. Ja, es geht dann halt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Es geht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Jetzt, was ich machen könnte, ist das hier rausnehmen. Auch rausnehmen und hier so eine kleine Wand, dass man hier reingucken kann. Und die stelle ich denn hier rein. Sieht das denn gut aus? Doch Art der Haltung. Cool. Moment, brauche ich gar nicht. Das jetzt hier mal schön reinsetzen. Dass man hier schön in die Küche gucken kann.
ganz ehrlich, das ist ein bisschen verdreht, ne? Kriegen wir das gefixt? Hier noch einen kleinen Spalt zwischen. Das passt alles gar nicht. Ich habe Baufehler gefunden. Vermitteln, dann ist das okay. Bild nachher kann man sehr so machen. Lassen wir es im Großen und Ganzen. Nur noch die Glasscheibe hier irgendwie ein bisschen wegnehmen. Das triggert mich so ein bisschen. Das hier müssen wir noch in gut machen. Glaswand modern. Nee. Nö, das machen wir anders. Wenn dich jetzt aus der Gruppe trennen. Und wir schieben dich jetzt noch so. Haben wir was Kleines mit dem Bogen? Natürlich nicht. Was wir hier so reinsetzen können. Natürlich schlecht aus mit der zweiten Halbzeit, ne? Wie immer. Genau, Deko vorsitzen. Deko. Zu schmal. Wir brauchen größere Deko. Ist auch zu schmal. Mann. Hey, das sieht nicht aus. Zierboje, okay. Oh doch, das ist die Lösung. Ha. Die Sache, wie weit sind wir? Moment, bis zu dem. Wir gleich. Fällt da zum Beispiel keiner mehr raus. Das klingt nach einem Plan. Wenn wir schon mal da sind, dann könnte man ja an sich ja gleich noch eine Terrasse heranbauen. Wenn ich Dachelemente irgendwie. So war das jetzt nicht geplant. Ah, hier. Jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir richtig. Drehen. Hey.
Haben wir nicht noch sowas in der Richtung Zaun? Genau hier. Ich brauche einen kurzen Zaun. Treibholzpfosten, perfekt. Zack. Muss doch schnell hier eine Terrasse bauen. Na komm. Und dort noch ein. Machen wir hier einen 3-Elementen-Zaun hin. Sollte das Groß und Ganzen. Immer ist alles noch ein kleines Stück rüber. Hier müssen wir nochmal arbeiten. Funktioniert noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Ja. So, jetzt können wir das ineinander reinschieben. Ja, kommen Sie. Ja. Zack. Jawohl. Das kopieren wir jetzt einfach nur ganz stumpf. Ja, bauen wir hier noch ein Zaunelement rein. Oder wir lassen hier ein bisschen größer offen. Wir lassen hier ein bisschen größer offen. Da. Noch ein Deko hinstellen. Du bist der Anhaltspunkt hier vorne. Jawohl, dann haben wir die Terrasse jetzt hier auch schon fertig. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn, ciao.